Willkommen in der HDI Arena, willkommen zu dieser heutigen Begegnung, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie live dabei und es kann eigentlich keinen Zweifel geben. Dieses Spiel hier, das wird richtig interessant. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant und es ist eins klar, es wird hochklassig. Robert Lewandowski ist ein super Spieler. Was kann er heute alles zeigen, Buschi? Wie siehst du es? Und Wolf, da wissen wir natürlich, der kann am Ball alles, hat alle Tricks drauf. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. David Alaba spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Leroy Sané steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Ball ist wieder weg. Kimmich. Ja, mit viel Übersicht. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. So kam das Tor zustande. Thomas Müller mit dem Steilpass und dann diese wunderbare Aktion, dieser tolle Abschluss von Robert Lewandowski, der da aus der Halbdistanz keine Probleme hat. Mit dem Spielstand konnte man rechnen. Die Bayern sind vorne. Alexandru Cipsiu. Und Ballverlust. Lewandowski jetzt. Müller am Ball. Thomas Müller. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Ein Pass mit viel Auge. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Da ist die Balleroberung. Thomas Müller jetzt. Leon Goretzka.
Müller! Tor für die Bayern! Da haben wir nochmal diesen Treffer. Erst kommt der Doppelpass und dann geht es kaum besser. Aus der Halbdistanz mit Effet technisch brillant gemacht. Der Keeper kann nur zuschauen. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Es müsste mal eine zündende Idee kommen. Geht dazwischen und hat den Ball. Auf Außen ist Platz. Goretzka. Da ist Alaba. Süle. Und jetzt Lewandowski. Tolles Zuspiel. Kimmich. Kingsley Coman. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Ecke kommt von Kimmich. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Jetzt eine Chance. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abschluss. Gut den Ball verteidigt. Einwurf. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Da ist die Chance. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Und jetzt der Schuss. Pfosten. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ball ist jetzt wieder weg.
Lewandowski. Das ist Lewandowski. Kimmich. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Goretzka. Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Thomas Müller, wie so oft, mit einer klasse Partie. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Das Spiel läuft wieder, Bayern vorne. Mal sehen, wie es weitergeht. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Alphonso Davies. Mit dem Ball Sané. Thomas Müller. Am Ball Sané. Super Zweikampf, den Ball hat er. Kontermöglichkeit, jetzt müssen sie schnell spielen. Schönes Anspiel. Wird's jetzt gefährlich? Der Ball kommt wieder zurück. Macht er gut. Schöner Pass. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Jetzt vielleicht die Flanke. Da zieht er ab. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Kimmich. Lewandowski. Goretzka. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Goretzka. Wieder zu Goretzka. Kimmich jetzt. Kimmich. Kimmich jetzt. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Kimmich verliert den Ball. Leon Goretzka. Robert Lewandowski. Lewandowski. Die Riesenchance von Müller. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit 2 Treffern in Führung. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Ballverlust. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Müller am Ball. Ja, guter Pass. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Ballverlust. Die Bayern bekommen den Freistoß. Ein paar Minuten haben wir noch auf der Uhr, aber die Fans, die Bayern-Fans, die sind sich hier schon ganz sicher, Buschi. Ja, und ich glaube auch nicht, dass die das hier noch vergeigen. Das müsste ein Sieg für den FC Bayern werden. Ja, jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mit einem Wechsel. Jetzt Müller. Wir sehen hier gleich den Wechsel. Ja, dürfte bei der nächsten Unterbrechung soweit sein. Sané. Thomas Müller. Gute Chance. Glanzparade gehalten. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Die Ecke kommt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Schönes Pressing jetzt. Müller holt sich den Ball. Was macht er draus? Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Es gibt einen Wechsel. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Sechs Minuten sind noch zu gehen. Guter Vorstoß, kann was werden. Kann er was draus machen? Wichtiges Tackling hier.
Ballgewinn, gefährliche Position. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Pavard. Süle. Nun David Alaba. So, viel Zeit bleibt hier nicht mehr und sie machen das jetzt auch clever irgendwo. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Tolle Leistung heute. Das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen. Ein absolut überzeugender Auftritt.